Warte, bis du das siehst. Sarah, komm mir nicht nach! Jacob, er stirbt. Der Herr behütet dich. Wer ist der Schatten über deiner rechten Hand? Andy! Wieder hoch! Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider und wir waren ja dabei, hier in diese Richtung zu laufen. Und damit machen wir auch gleich weiter, damit wir hier nicht so viel Zeit zu verschwenden. Wir müssen ja nach Kitesh, um uns den Orden zu holen. Was ist hier los? Da geht's nicht weiter. Ich bin verwirrt. So, da stürzen wir runter. Kurz mal die Pfeile umstellen. Machen wir mal auf Kabum. Nö. Da geht's auch nicht hoch. Was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten hier? Ich habe gerade keine Ahnung. So, da geht's irgendwie weiter. Aber darunter springt es, glaube ich, nicht so gut. Müssen wir wieder durchkommen. Und so Wasser. Gut, da ging es nicht weiter. So, dann gucken wir mal. Schwimmen wir mal hier lang. Okay. Hier haben wir zumindest was. Ja, dann mal los. Karte aktualisiert. So. Weiß ich noch nicht, wie wir da hinkommen. Gut, kommen wir hier irgendwie weiter? Nein. Okay. Zwei Felsen, da geht's nicht weiter. Okay, andere Seite. Da geht's auch nicht weiter. Mein Gott. Ja, schicke Höhle. Ich brauche einen Funken. Du brauchst einen Funken.
Reicht dir das nicht jetzt, Funke? Okay, das war nichts. Okay, gut. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Okay, erstmal ganz kurz umgucken, was wir hier alles haben. Okay, da hinten liegt was. Da laufen wir mal schnell als erstes hin. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. So, dann mal einen Pfeil machen. Pfeil machen. Okay, lesen wir uns mal durch, was hier passiert. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen, in all seinen Formen. Gut, die Priester haben versucht, die Dämonen auszutreiben. Interessant. Mal gucken, also die optionalen Herausforderungen sind auch mal sehr, sehr nett gemacht. Also muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut an dem Spiel. So, da unten lag noch irgendwas. Hier ist noch Kohle. Weiß gar nicht, wie viel Geld wir jetzt haben. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Und noch heute mal. Ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen. Nur Krankheit, die niemand heilen kann. Sehr gut, sie weiß, dass Exorzismus ihr nicht helfen wird. So, sie was hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Da schauen wir mal nach hier unten. Okay. Da ist nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier. Okay. So, ist die Frage. Wie kommen wir hier ran? Das geht nicht. Dann wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn wir das Teil anschießen. In die Richtung passiert nichts. Okay. In die Richtung passiert auch nichts. Ja, die Rätsel sind auch immer nett gemacht. Manchmal ein bisschen... bisschen doof. Okay, so. Jetzt mal ganz kurz, wenn wir diese auslösen, fallen die Dinger runter. Wie können wir das halten, indem wir die... Oh. Ja, ja. Wenn wir jetzt hier runterspringen, ist vielleicht nicht so gut. Okay, wir versuchen das mal von hier. So. Eins,
2. Ja, geschafft. So, und du? Au. Sind wir tot. Okay. Ne, das hat sie ja schon erledigt. So, jetzt müssen wir hier raus, ansonsten sind wir gleich wieder tot. Oh. Wie weit muss ich denn da weg? Verdammte Axt. Okay, probieren wir es mal von hier, ob es von hier auch geht. Die Frage, was haben wir mit dem Teil ausgelöst? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. So, hier nochmal. Zack. Hier nochmal. Ja. Ne, auch nicht. Okay, hier drin nochmal. So, was ist denn hier drin? Nichts weiter. So. Doofes Ding. Was machen wir denn mit dem hier? Okay, Moment. Ja. Gut, müsste hoch genug sein. Okay, also jetzt haben wir das Ding hochgezogen. Können wir es vielleicht jetzt verschieben? Oder ziehen? Okay. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Lara, du musst echt cleverer werden. Dich echt mal cleverer anstellen. So. Das Ding. Dann das Ding. Gut. Hat geklappt. Hier ist die Kartusche, die wir gleich aufnehmen werden. Erstmal ein paar Pfeile hier nachmachen. Können wir noch Munition herstellen? Das ist jetzt die Frage. Nix. 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 Okay. Dann mal los. Ein Kodex. Oh mein Gott, das... Das ist die Formel für griechisches Feuer. 8 von 9 Geheimnissen aus den Gräbern. Flammen von Feuer.
fallen und Molotokas verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung der Feinde zu brennen. Sehr gut. Sehr schön. Haben wir jetzt hier alles aufgedeckt, außer dass wir nicht machen können. Guti. Dann sieht es aus, als wenn wir hiermit fertig sind. Es hat uns ja auch nur ein bisschen Kopfzerbrechen gekostet. Okay, dann wieder zurück. Jetzt ist hier wieder schwindelig. Und dann können wir mit unserer Hauptmission weitermachen. Okay, jetzt hier rauf. So, dann wollen wir mal gucken. Okay. Hier, die Pfeile können wir mitnehmen. Wir haben ja ein paar verballert, würde ich gerade sagen. So, auf zur Hauptmission. So, komm Lara, schwimmen, schwimmen, schwimmen. So, dann hoch hier rüber, hoch hier rüber. Hier haben wir den Bären neulich erlegt. Also die Höhle war schon etwas unheimlicher. Ich meine jetzt nicht, dass ich mich gefürchtet hätte, aber die war schon ein bisschen... Das haben wir schon erledigt. Die war schon etwas härter. Also nicht härter, unheimlicher. So, zurück in der verlorenen Stadt. Haben wir doch gerade gefunden. So, wie kommen wir jetzt zum Katapult? Da können wir nichts mitnehmen. So würde ich sagen, hier mal hoch. So, über die Dächer. Und da ist der Torweg. Da oben kommen wir nicht lang. Das heißt, wir laufen jetzt durchs Tor. Das war ja beim letzten Mal zerstört haben. Neues Basislager entdeckt. Okay, ganz kurz mal rangesetzt, ob wir noch irgendwas verbessern können. Wo ich dir helfen konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Ja, ich denke mit diesen Worten, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, die kurze Geschichte von ihrem Vater und wir sehen uns morgen wieder und ciao.